Servus zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Let's Play World of Tanks, heute mit einem Replay, und zwar einem Wunsch-Replay. Ja, es wurde gewünscht, dass wir doch mal den Kanonenjagdpanzer uns genauer anschauen, und das machen wir hier auch. Diesen Tier 8 Premium, der jetzt sozusagen den Jagdtiger beerbt hat, wenn man das so sagen kann. Optisch ein wirklich feines Gerät. Auch sehr schnell, sehr flink, sehr wendig, und wir sehen... Der Spieler, der Degmann 89 hier in dem Fall, spielt komplett ohne Premium, ohne HE. Der denkt sich einfach, hey, ich habe 212 Durchschlag, was willst du? Premium hätte dann noch mal 250, aber nee, 212, das langt ihm schon voll aus. Man muss aber auch dazu sagen, ganz wichtig, auch er hat ein ganz normales Matchmaking. Ja, ha, also mit dem Aussprechen setzt er sich dann jetzt auch in Bewegung. Und man sieht, er kommt schnell auf Geschwindigkeit und wie gesagt, optisch ist es ein Leckerschnittchen. Und der fährt hier gleich mal in die Mitte. Normalerweise wird hier hinten gern gekämpft, aber das macht er nicht. Mal schauen, wo er sich jetzt hin orientiert. Aha. Auch nicht schlecht. Na, aber noch kommt er auf nichts drauf. Wir sind alle noch zu nieder für ihn. Jetzt ist er offen. Vielleicht von da drüben, vom 8-8er oder Centurion. Aber jetzt hat er den Centurion, auf den er schießen kann. Und wir sehen, 241 Schaden und vernünftiger Reload. Oh, wer kommt denn da durchgeflitzt? So ein kleines, schnelles Scheißerchen. Ja. Und für ihn geht es jetzt gerade gut aus. Er muss immer aufpassen, wenn er aufgedeckt wird, weil die Panzerung ist wirklich sehr, sehr, sehr mau. Also, das mag er gar nicht. Jetzt will er sich so ein bisschen umstellen, beziehungsweise nicht immer nur aufgemacht werden, sondern so, dass er da wirken kann. Und jetzt kann er jetzt ideal, jetzt kommt er auf den Panzer seitlich drauf. Einer nach dem anderen, fast schon ein Schützenfest hier. Und weiter geht's. Der Centurion hat hier echt für sich keine schöne Position, aber er bleibt da auch stur stehen. Das ist schon fast dreist, wie er das da macht. So, nee, jetzt ist er mal so, dass er ausnahmsweise mal nicht hitbar ist. 1619 Schaden hat er ja schon gemacht. Und jetzt pinkt er, dass er da wohl wieder gerne was sehen würde. Ja, jetzt sieht er was, aber er wird auch gesehen. Aber lustigerweise, dass den Centurion oder... Oh, jetzt wollte der T49 wollte gerade einmal rüberschießen, aber bevor er das kann, kriegt er wiederum hier den Hit ab. So, der Centurion wiederum hat jetzt gerade getroffen. So, da der Skoda T50, der jetzt hier wohl rumkommen will. Aber da ist sein Team ganz gut vertreten. Auf dem 50-100 kommt er jetzt nicht drauf. Er hofft jetzt natürlich, dass sich einer vielleicht zu hinten ein bisschen rauslurt. Ja, so wie jetzt da. Und da kann er dann wirken. Jetzt zieht er sich zurück gleich direkt. Und jetzt wollte er da den 50-100 beschießen. Allerdings hat das der Waffenträger schon gemacht. Jetzt sind hier die brennenden Fracks, wo er nicht mehr drauf kommt. Und jetzt kommt der T50 da rum. Und will da rushen, beziehungsweise der Ruhr auch noch. Aber sie ignorieren ihn hier ganz extrem. Das heißt, er kann hier wirklich super schön wieder wirken und kann hier da schießen, wie er will. Jetzt hat er den Schuss auf den Jagdtiger gesetzt, hätte auf dem IS-3 hätte er auch noch einen sicheren Hit bekommen. So, der ist jetzt auch zerstört und jetzt kann er wieder auf den IS-3 gehen. Ja, hinten drauf. Easy peasy.
Also da natürlich die schnelle Schussfrequenz, dann der gute Tarnwert, der hier ab und an auch das Leben gerettet hat. Das läuft alles schon sehr gut und natürlich wird er hier gar nicht beachtet. Ist natürlich schön, wenn so ein Panzer so gar keinen Kratzer bekommen kann, muss. Und er hält da auf den Deckel hinten drauf. Bis zum geht nicht mehr. 3995 Schaden auf der Uhr. Erst ein Kill, aber so what. So, und jetzt hier. Und man sieht einfach, wie schnell der Antritt ist. So, und jetzt will er auf den Ru gehen. Der Ru kettet den IR-6 und er entschließt sich, den Ru von hinten anzugehen. Da ist er auch schon. Zack's drauf. Ru schießt Premium. Auch eigentlich nicht notwendig, weil beim Kanonia-Panzer kommt eigentlich fast jeder durch. Aber jetzt hat er seinen zweiten Kill zumindest mal hinbekommen. Und jetzt die beiden letzten, die da hinten stehen. Und gerade für den Rheinmetall wiederum. Da würde ich einfach ab und an eine Premium-Granate am Start haben. Ne, Premium, eine HE-Granate natürlich. So, der steht jetzt hinterhalb, kommt da nicht drauf. So, jetzt fahrt er da ein bisschen zurück und jetzt kann er ihn... Oh, nee, er kann ihn leider nicht ketten. Und jetzt entschließt er sich hier auch nochmal runterzufahren. Kettet sich aber dabei. Repariert oder wartet ab? Er wartet ab. So, und jetzt geht's weiter. Kette wieder funktionstüchtig. Los geht's. Wie gesagt, für ein Rheinmetall, da wäre jetzt HE wunderbar. Aber so muss es halt auch so gehen. Und jetzt draufgefahren. Genau. Da schneller Schaden. Bisschen gerammt. Und jetzt beschließt er die Runde. Mit einem schönen Damage, mit schönen Kills und einem wirklich schönen Panzer. Ja, damit danke ich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, euer Wunsch ist mir heilig. Und wenn ich den Panzer selber mal wieder sehen will, so wie hier, trifft es sich ideal. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Daumen nach oben. Euer Alcaramba.